Sven Kemmler tritt seit 16 Jahren als Kabarettist auf. Und dann kam der Lockdown. Nur noch zu Hause, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Und er fragte sich, wie soll man Herzen berühren, wenn man allein zu Hause vergammelt? Was würde Oscar Wilde tun? Und dann hatte er eine Idee. Der berühmteste Stubenhock aller Zeiten ist ja Blaise Pascal, der Autor der Pensée. Pensée heißt Gedanken, aber wie zeigt man Gedanken? Mit Fotos. Aber wo zeigt man Fotos? Im Internet. Aber da zeigt man Selfies. Selfies sind Selbstporträts, aber hässliche. Ich will schöne und komische. Ja, eine Idee halt. Was also ist ein Pensée? Also ein Bild, ein Hut und eine Zen-buddhistische Weisheit. Der Weg des Kriegers sagt, nicht das Schwert schmiert das Leberwurstbrot, sondern der Hunger. Seit 6 Monaten nun steckt Sven Kemmler sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit in die Anfertigung der Pensée und es macht ihm große Freude, auf neuen Wegen die Würde seiner Kunst wieder zu gewinnen. Das Leben ist wie ein Designerstuhl, man weiß nie, wie man darin sitzen soll, versucht dabei aber so natürlich wie möglich zu wirken. Nachdem er für die Pensée im Internet mittlerweile aus 5 Kontinenten Zustimmung bekam, entsprang der Wunsch, jetzt einen Schritt weiter zu gehen, die Gedanken und Fotografien greifbar zu machen als Buch. Aber nicht irgendein Buch, ein Buch, das das Auge erfreut, den Geist schmirgelt und der Hand schmeichelt. Lektüre ist grundsätzlich nie schwer verdaulich. Es kommt auf die richtige Zubereitung und das nötige Besteck an, anschließend nach Geschmack salzen und pfeffern. Und nun braucht Sven Kemmler Ihre und Eure Unterstützung für ein liebevoll und hochwertig gestaltetes Kunstbüchlein, um aus der Scheiße der letzten Monate ein kleines Stückchen Gold zu gewinnen. Für, mit Oscar Wilde gesprochen, Dinge, die nicht sind und sein sollten. Willst du noch was sagen?